Oh je. Ist das jetzt wichtig, Boltax? Ja, es ist der neueste Klatsch. Also, ich wollte euch das mitteilen. Für den Fall, dass ihr auf Zachidia trefft, dass ihr wisst, dass es noch zwei Mitkonkurrenten um sie gibt. Wobei, ja. Ab. Derweil auch Maurech, der Kapitän vom Diskus, ist immer noch neben Abelmir. Bruder, Schwester, Fremdigi, ich werde euch die neuesten Gerüchte erzählen. Der Kapitän kommt. Sehr schön. Ich hoffe, er kommt in Frieden. Ihr habt uns angegriffen. Ihr habt uns angegriffen, indem ihr unser Flaggensignal nicht beachtet habt. Seht doch einmal. Wir sind bereits daran, euren Mast wieder zu flicken. Und warum nehmt ihr nicht ein, zwei Fass Rum aus dem Frachtraum mit und wir sagen, die Sache ist gut, Wir wollen schließlich nicht, dass sich jemand hier auf die Füße getreten fühlt. Das werde ich gleich den hohen Schwestern von Gulasch Dabid erklären. Damit geht er ab und streut selber einige Gerüchte bzw. den Klatsch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein netter Mann. Wir können uns unsere Freunde nicht aussuchen. Ja, das können wir schon, aber... Naja. Gebt ihr weitere Flaggensignale? Ja, wir wünschen Unterhaltung. Hatte ich den Topgast schon signalisieren lassen. Gut. 10 Minuten später ist auch das zweite und dritte Schiff von Kottnas Hahns Flotte unterwegs. Und zwar Rohs Langer Arm, der Weltendiskus, den ihr angegriffen hattet, und die Tiger von Maraskan. Eine 4 oder sowas steht nicht drauf, auch keine 3 oder 2, es steht einfach nur Tiger von Maraskan drauf. Die legen dann jeweils den Weltendiskus an, beziehungsweise an sich selbst, und gehen dann über die Planken des jeweiligen anderen Schiffes, sodass jetzt 4 Talukken, beziehungsweise 3 Talukken nebeneinander aufgereiht sind und euer großes Schiff aus dem Hurasreich dann nebeneinander. Und die sind allesamt bewaffnet, die haben zwar nicht auf euch geschossen, aber ihr könnt sämtliche Balestrinas an ihnen erkennen. Und auch ein stämmiger Mann, der dann wohl schon 50 Sommer gesehen haben muss, schwarzes Haar, Silberfäden, die durch seine Haare gezogen sind. Die Sonne hat seine Haut verbrannt und in weiten Hosen und an der kurzen Weste, trotz des Sturmes, kommt er dann auf euch zu. Seine gesamte Kleidung ist unglaublich bunt, wohl irgendwelche Farben, die da reingearbeitet worden sind. Er trägt 2 Kuntioma, 2 Dolche. Und bei 5 Pistolen hört ihr auf zu zählen. Und betrachtet euch dann misstrauisch. Seht ihr, Leute, wie klug unser Kapitän gehandelt hat. Jetzt bekommt ihr den großen Kottnas Hahn doch noch von Namen zu Gesicht. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. MDJs, ich bin Kottnas Hahn. Und der Herr der Tiger von Maraskan. Captain Hahn, die Welt ist schön. Lang ist es her. Wir kennen uns? Nur vom Sehen. Wir waren vor Kuntium. Asagena Imperiala, ihr erinnert euch? Lang her. Ihr seid einfältig und wahrlich nicht gesegnet, dass ihr uns angreift. Wir signalisierten euch, die Geschwindigkeit bis zum Stopp zu verringern. Und wir signalisierten, falls ihr das nicht tut, schießen wir. Was habt ihr gedacht, was wir... Den Klatsch habe ich schon gehört, ihr müsst mir nichts Neues berichten. Nun, dann frage ich euch, warum hört ihr nicht auf das, was man euch sagt? Habe ich doch gesagt, ich bin Kottnas Hahn. Nun, das ist aber Mirja Morenis. Wenn ihr hingeht, wo ihr hingehen wollt, wird er hinschießen, wohin er schießen will. Ich habe Maurech gesagt, dass er sich mit euch unterhalten soll. Und ihr zieht es vor, uns anzugreifen, ja? Ihr wollt die Maraskaner zum Feind? Ihr kreuzt in der See? Glaubt ihr nicht, dass ich den neuesten Klatsch gehört habe aus Zorgan? Dass ihr aufgebrochen seid, um Archen zu jagen? Und wir tun selbiges. Und ihr kommt auf die einzigartige Idee, dass ihr den einzigen Freund, den ihr hier habt, angreift? Nun, er gab sich nicht als Freund zu erkennen. Wir segeln offen als Piraten. Was ist daran nicht zu erkennen? Nun, Piraten... sind normalerweise nicht für ihre Freundlichkeit bekannt. Jeder kennt die Tiger von Maraskan. Jeder. Willst du mir was anderes sagen? Also ich habe sie noch nicht gekannt, ehrlicherweise. Dann solltest du deinen Klatsch ausbauen. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Wusstest du, dass die Tochter von Zachidia jetzt zur schönsten Frau am Schiff gewählt worden ist? Sehr gut machst du das, Boltax.
Oh, du kennst meinen Namen. Siehst du, ah, ich lausche im Klatsch. Ah, richtig so, richtig so. Altax, also. Abelmir, Zudamin, Rafim und Jalan. Und der Neue ist Diamantes. Natürlich sind mir die Namen ein Begriff. Beeindruckend. Nun, Captain Hahn, warum klatschen wir denn nicht ein wenig? Setzt euch hin, wir lassen ein wenig rum und etwas zu essen bringen. Es gibt sicherlich viel zu erzählen. Und wir können dieses... Währenddessen kannst du sehen, du deutest gerade so ein bisschen in Richtung der Kapitänskajüte, kannst du gerade sehen, wie aus dem Unterdeck 3-4 Maraskaner kommen, die gehören nicht zu euch, und sie haben große Fässer mit Rum beladen und gehen einfach auf ihr eigenes Schiff. Da habe ich ihnen ja gesagt. Ja, aber sie machen es einfach. Okay. Es gibt sicherlich viel zu erzählen und wir können dieses unliebsame Missgeschick hinter uns lassen. Klatschen wir etwas. Hervorragend. Geht. Ich noch Abel mir irgendwie anhalten, wenn jetzt der Schritt vorausgeht. Ich weiß, es ist schwer, aber wir brauchen den Mann vielleicht. Und zumindest brauchen wir ihn nicht zum Feind. Ja, wenn es nur rum ist. Und dann geht's hinterher. Rafim. Behaltet diese Mannschaft im Auge. Ich möchte nicht, dass sie nun ja dort herumstromern, wo sie nicht wollen. Gebt Anweisungen. Ja, du siehst, Rafim reicht gerade noch einen Holzbalken Diamantes in die Hand. Ja gut. Rafim würde wieder, stapft wieder auf das Schiff hinüber. Hey, Männer, pass mal auf, dass die hier nicht rumstromern. Ja, Bewegung, hallo! Sag mal, was ist denn das hier für ein Schiff? Sag mal, bin ich umgeben von irgendwelchen Mittelreichern oder was? Wo Plank entgegen kann gelaufen werden! Meine Fresse, muss ich hier wieder die Peitsche rausholen, damit sich jemand bewegt? Oh. Ja, so könnt ihr ins Innere eures Schiffes gehen. Kotnasan setzt sich direkt hinter den Schreibtisch auf den Kapitänsstuhl. Die Arme mir eine beruhigende Hand auf die Schulter. Er legt seine Beine hoch und nickt euch zu. Also gut, wir wissen alle, dass ihr die blutige See befahren habt. Boron hat sie aussortiert, allerdings wird sie durch Zahl wiedergeboren. Und das machen wir, Maraskana. Nun, wir bekämpfen auch die Archen. Auf eine andere Art und Weise für ihr vielleicht, aber... Nun, wir müssen keine Feinde sein. Nun, habe ich auch nicht gesagt, ihr habt uns angegriffen. Wie gesagt, wir segelten offen unter der Piratenflagge. Ein bedauerliches Missgeschick. Die Bräuche sind auf dieser Seite der Meerenge ein wenig anders. Und du bist ja 1-0, ja? Ja. Warum hast du denn den Befehl ausgeführt, hä? Gerade ihr müsst doch wissen, wenn der Captain befiehlt, hat der Rest zu gehorchen. Tja, Piraten wählen einen kompetenten Kapitän. Ansonsten wird er abgesetzt. Können wir diese unglückselige Angelegenheit nun hinter uns lassen? Einzigartiger Vorschlag. Also gut, wir waren eigentlich auf Archenjagd, bis wir auf euch getroffen sind und wollten von euch die neuesten Wurzelzeichen erfragen. Habt ihr welche? An der Südseite des Golfes ist keine gesichtet. Aber wir haben andere Kunde für euch. Die Pforte des Grauens in Janka ist geschlossen. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Nehme an, das wird auch euch das Leben hier draußen um einiges einfacher machen. Darum gehe ich aus. Es kann sein, dass eure Verquickungen etwas mit unserer Jagd zu tun haben. Wie meint ihr das? Wir jagen eine Arche, schon seit einiger Zeit. Wir haben sie zu unserem bittersten Feind erklärt. Und das Besondere an dieser ist, dass man sie nicht sieht, sondern sie unterirdisch jagt. Unterirdisch, jetzt habt ihr mich. Also, wir gräben Stollen und Gänge und bauen ein Bergwerk auf. Ich bin mir rechtlich sicher, der Mann meint Unterwasser. Warum sagt er da nicht Unterwasser? Um welche handelt es sich? Es gibt einige, die tauchen können. Die Wurzelkaiserin. Zumindest nennen wir sie so. Sie krabbelt nur mit ihrer Besatzung am Meeresgrund herum. Und wie wollt ihr sie finden, wenn sie dort unten herumkrabbelt? Durch die Wurzelzeichen. Sie müssen hier irgendwo vorbeigekommen sein. Haltet also auch schon nach ihnen. Aber wenn ihr sie erst einmal habt, wie zwingt ihr sie an die Oberfläche? Oder wie zwingt ihr euch selbst hinunter, um sie zu vernichten?
Tja, wir sind Piraten. Ihr habt also keine Ahnung. So, nur tauchen wir mit unseren Messern runter. Gegen eine Arche? Ich kneife Abel mir in die Schulter. Dann könnt ihr euch gleich die Kehle durchschneiden. Wir wünschen euch jedenfalls alles Glück bei diesem Unterfangen. Mögen Ruhe und Gore über euch wachen. Ihr habt doch einen fähigen Bordmagus an Bord, nicht wahr? So ist es. Ja. Ihr habt schon von ihm durch den Klatsch gehört, ja? Naja, was kann er denn für Zauber? Nun, er spät für uns. Nur durch ihn sind wir in der Lage, die Wurzelkaiserin zu finden. Ah, ein Hellsichtsmagier also. Was? Mir ist es ja auch egal. Es bringt euch auf jeden Fall vermutlich nicht so viel, wenn ihr dann zu ihr hinab möchtet. Da wäre es besser, ich weiß nicht, einen fähigen Elementaristen an Bord zu nehmen. Ich habe gehört, in Zorgan gibt es einen Wasserelementaristen. Vielleicht ist er noch da, richtet ihm doch Grüße aus. Möglicherweise kommt er mit euch an Bord und hat da die ein oder andere Idee, wie ihr der Wurzelkaiserin Herr werdet. Alternativ könnte man natürlich versuchen, sie zu ködern. Ihr bräuchtet irgendein schmackhaft aussehendes Schiff, und wenn sie kommt, um es sich einzuverleiben, packt ihr sie bei den Eiern. Dem Äquivalent Arche. Ihr wisst, was ich meine. So. Ich werde mit Mojia Gian sprechen. Vielleicht könnten wir unsere, Jagd koordinieren. Wie nennt sie eine Kaiserin? Ist sie eine große Arche? Ich glaube 50 Schritt. Also eher klein. Mittlerweile kann man tatsächlich dazu sagen, dass es klein ist, denn sie werden immer größer. Und dabei ist die Wurzelkaiserin noch eine der älteren, wenn ich mich nicht täusche. Tja. Was? Dritte Generation? Zweite? Erste. Erste sogar. So wie die Knochenotter oder die Borkenkäfer. Die Wogenacher, die Galeerenbrecher. Eure war die zweite Generation. Nun, aber irgendwann wird sie auftauchen, wenn sie Unfrieden stiften will. Und dann vernichten wir sie. Wie stellt ihr sicher, dass sie nicht wieder taucht? Wenn sie taucht, dann wird sie keine einzigartigen Ideen haben. Oh, vielleicht kann man Auftriebskörper an ihr befestigen, wenn sie aufgetaucht ist, dass sie nicht wieder abtauchen kann. Wenn genug Schiffe Enterhaken an ihr anbringen, sollte sie vermutlich nicht in der Lage sein, sie alle mit hinunterzureißen. Passt auf alle Fälle auf. Ihre Wurzelzeichen sind einfach zu erkennen. Sie treiben an die Oberfläche, auch wenn sie auf dem Seeboden erzeugt werden. Sollten wir sie in den Tag übersehen, lassen wir Nachricht nach Zorgan bringen. Vielleicht erreicht sie euch dort. Vielleicht könnten wir euch auf sie verständigen. Es gibt Möglichkeiten. Kann ich mit eurem Magos sprechen? Da gibt es ein Problem. Welches? Er ist stumm. Ach, das ist doch kein Problem. Nun, ihr könnt schreiben, nicht wahr? Oder fehlen mir auch die Finger? Nein, er beherrscht aber auch das Attack. Das genau ist gut. Deshalb meinte ich ja, es ist kein Problem. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Ihr könnt mit Mojia Gian sprechen. Und sollten wir uns begegnen, würde ich mich freuen, dass ihr keine weiteren Masten zerschießt. Denn ansonsten werden wir mit unserer Kraft antworten. Das war das letzte Mal. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Wir haben das verstanden. Jetzt drängt. Ja, er klopft sich nochmal so ein bisschen seine Stiefel auf dem Schreibtisch von Abelmir ab und trinkt. Ja, wenn er sich noch eine Weile hier aufhält, werden wir ihm dann auch die eine oder andere Geschichte aus Janka erzählen oder aus Zauber. Er holt aus seiner Hintertasche Teeblätter hervor, und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr die nächste halbe Stunde nicht nur mit Reparieren beschäftigt seid, sondern auch mit sämtlichem Klatsch, den es in den letzten paar Jahren gab, konfrontiert werdet. Und es ist unglaublich anstrengend, unglaublich laut. Die Götter werden gepriesen in all ihren Formen und Farben. Und Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Rafim und Diamantis können den Mast reparieren und sich dann ebenso zu den anderen begeben. Zusammen mit Lahalkash und Angroschminia, die leisten ganze Arbeit. Und der Schaden, den Diamantis verursacht hat, auf Befehl von Abelmir, wird behoben. Gute Arbeit, Rafim. Du hast wirklich was gelernt. Freut mich, dass ich dir was beibringen konnte. Ja,
ich werde immer besser. Ich muss mir bald aber eigenes Werkzeug kaufen. Der Geweihte sieht mich schon immer so an, wenn ich da hingehe und mir das Messer leihe. In dieser Stadt Elburum finden wir bestimmt was, womit du arbeiten kannst. Eine gute Säge, ein paar Pfeile. Ja, da würden wir schon was finden, da werden wir schon was finden. Segeln wir denn jetzt auch noch mal weiter, oder? Ich? Ich weiß nicht, ich habe ab und an einen Blick rüber geworfen, seitdem dieser dicke Maraskaner mit den ganzen Balestrinas draufgekommen ist. Die sind wohl anscheinend alle in der Kapitänskajüte. Oh. Wichtig bestimmt. Ja, währenddessen, Diamantes, du gehst an einem Maraskaner vorbei, der zeigt dir auch gerade seinen Diskus, der ist wohl unterschrieben von Kotnas Hahn und er freut sich unglaublich. Die Moral ist gestiegen, die hätte auch echt leicht brechen können, gerade auch in deine oder Nabelmes Richtung, weil du die Maraskaner angegriffen hast, aber jetzt, wo sie Unterschriften auf ihren Disken haben, alles wieder gut. Also, ne, Maraskaner sind ja nicht, sind ja schon was Besonderes, würde ich behaupten. Sehr eigenartig. In der Heimat gibt es zwar auch welche davon, aber ich habe ihre Viertel immer gemieden. Wir müssen doch unbedingt nochmal mit Jalan sprechen, was eine Befehlsstruktur ist. So geht das nicht weiter. Auf jeden Fall. Ich will keine Bruderschwester-Widerworte hören, wenn der Kapitän einen Befehl von sich gibt. Oder ja, in der guten alten Armada hätten sie jetzt schon lange ausgepeitscht und hingerichtet. Ja, das werden wir hier nicht machen. Aber da ist natürlich auch, was Moral angeht, das ganz anderes gefordert. Ist schon ungewohnt, hier die Peitschen nicht jedes Stundenglas schwingen zu hören. Fehlt mir ein wenig. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, die Männer werden schon weich. Naja, schauen wir uns mal an, was der dicke Mann mit den Balestrinas zu sagen hat. Und Rafim tritt in die Kapitänskajüte ein und sind wir noch alle Freunde. Und dann kamen wir durch diese Tür, standen uns diesem Vieh gegenüber. Wisst ihr, was er gesagt hat? Quark. Ja, eine Unverschämtheit. Naja, wir haben kurz Prozess mit ihm gemacht. Oh, und da kommt Rafim. Das ist Rafim. Das ist der Kapitän oder Admiral. Je nachdem, Kotnasan. Und das ist Diamantes. Reicht nochmal. Ja. Rafim geht an ihm vorbei und setzt sich auf einen Stuhl. Ja, segeln wir jetzt wieder weiter oder nicht? Weil ich dachte, wir wollten heute noch ankommen. Das wird sonst knapp. Sind die Masten repariert? Ja, also die Geweihte hat da ganze Arbeit geleistet und Diamantes ist auch sehr talentiert. Also wir haben alles getan, was wir können. Oh, sie ist schon toll. Ja, da hast du recht. Diamant ist gut angeleitet. Ja, Diamant ist, was meinst du? Also so wie neu natürlich nicht, aber ich denke, es soll halten. Sie werden hier durch die See segeln können, obwohl ich die Stürme noch nicht ganz einschätzen kann, aber bis zum nächsten Hafen wird es auf jeden Fall reichen. Ja, also sieht gut aus. Ja, sie sieht gut aus. Oh, sie ist wirklich hübsch. Nun, Kapitän. Ist nun alles besprochen, denke ich. Nun, alles ist nie besprochen und man kann noch über alles ein zweites, drittes oder viertes Mal reden. Denn ja, der Klatsch wird nur besser, wenn man ihn wiederholt. Aber ja, wir sind immerhin nicht hier, um nach dem Dreisch zu suchen. Wir suchen die Wurzelkaiserin und wenn wir sie versenken, geben wir einen Gruß von euch mit. Gut. Wenn wir sie treffen, schicken wir euch eine Nachricht. Erschreckt nicht. Wenn ihr jetzt regelmäßig in diesen Gewässern kreuzt, werden wir uns sicherlich öfter mal begegnen. Nun ja, ich hoffe, es kommt in Zukunft nicht zu kulturellen Missverständnissen dieser Art. Tja, das will ich ganz stark hoffen. Ja, kann ich jetzt nochmal mit eurem Bord Margus sprechen? Ja, wie gesagt, er kann nicht sprechen, aber sicherlich irgendwo draußen. Ja, er kann ja zuhören. Oder ja, so kannst du nach draußen treten und Kotnas Hahn wird dann seine Mannschaft wieder anweisen, auf die jeweiligen Talukken zurückzukehren und nach ablegen. Du kannst derweil Mujiaji ansprechen, der stumme Bordmagier. Ihm wurde wohl die Zunge rausgeschnitten und er trägt keine richtigen Gewänder, zumindest keine gildenmagischen Gewänder.
sondern so Pluderhosen mit gebartigter, bunter Kleidung. Guck mal auf den Kopf. Mujia-Jia, richtig? Er nickt. Euer Kapitän hat mir viel Positives von euch erzählt, dass ihr sehr fertig seid, Fertigkeiten besitzt im Aufspüren von Dingen. Er nickt. Wunderbar, wunderbar. Dann gehe ich davon aus, dass ihr ein Hellsichtsmagier seid, richtig? Er schüttelt mit dem Kopf. Macht eine Zeichnung, schlägt sich vor die Brust und fängt dann an mit Händen, die er sich vor sich verschränkt und formt dann ein Tier aus seinen Händen. Würfel mal auf Attack. Okay, das habe ich gar nicht so hoch. Das könnte jetzt echt zu einem Problem werden. Bin ich dabei oder? Ich glaube, du wolltest auch mit ihm reden, ja. Also genau. Du kannst dich dann dazustellen, klar. Er kam aus Tuzak, aus der Nähe von Tuzak, und er wird nicht als Hellsichtsmagier, sondern als Rochen kundschaften. Okay, das ist interessant und hilfreich, aber nicht das, was ich mir erhofft hatte. Beherrscht ihr den Gedankenbilder? Er nickt. Wunderbar, ich auch. Dann können wir uns ja zur Not darüber verständigen. Muhaji, ich nenne euch kurzhalber so. Er schüttelt mit dem Kopf. Wie ist der nochmal? Muhaji? Ich komme mit diesem ptolemäischen Namen nicht klar. Nennt ihn doch einfach Freund. Freund. Er schüttelt mit dem Kopf. Fremder Magier, reicht euch das? Er macht das Zeichen für männlich, weiblich. Ihr müsst das IG dranhängen. Muajiji. Muaji. Bruderschwester Kapitän, er möchte, dass du ihn als Bruderschwester ansprichst. Bruderschwester Muaji. Nun, sein Name ist Mujia Jian. Und du sollst ihn als Bruderschwester ansprechen. Bruderschwester. Nun, erschreckt nicht, wenn ich euch in der Zukunft vielleicht etwas mit einem Zauber schicke. Ihr seid vertraut mit dem Botenvogel? Er nickt. Nun, dann erschreckt nicht, weil ich euch etwas mit diesem Kanter schicke. Er zuckt mir den Schultern. Ich wollte euch nicht vorwarnen, nicht, dass ihr dies als feindlichen Akt wertet. Er deutet nach oben auf die Flagge. Pirat. Also er ist offensichtlich Pirat. Er hat keine Angst vor Dämonen. Na gut. Es ist immer sicherer, etwas zu klären, bevor es zu Missverständnissen kommt, wie diesem eben. Ja, er macht Anführungszeichen in der Luft und lässt es einfach so stehen. Höchstwahrscheinlich meint er das Missverständnis. Oh, wunderbar. Na dann, würde ich sagen, wir haben alles Wesentliche besprochen. Falls es noch etwas gibt, informiert uns einfach. Ihr habt ja auch die Möglichkeiten dazu. Er nickt. Dann noch einen schönen Tag. Genießt den Rum und blaue Brise. Er formt vor seiner Brust mit seinem Finger einen Kreis, deutet einen Diskus an und nickt euch dann zu. Macht wieder das Zeichen für männlich-weiblich und geht. Die Welt ist schön. Die Welt ist manchmal etwas schwer verständlich. Ach, das war doch alles. Bis auf das mit dem Rochen. Ein etwas komplexeres Symbol. Ich dachte zuerst, er macht ein Seepferdchen, aber dann am Ende diese ausgebreiteten Flügel. Ah, das wäre ein geflügeltes Seepferdchen. Seegreif gewissermaßen. So etwas gibt es ja nicht. Nun, wir wissen nicht, was in sich in der tiefen See verbirgt. Aber ich glaube auch nicht dran, dass es einen Seegreif gibt. Die Zeit vergeht und die Talucken legen ab. Ihr seid wieder alleine und könnt Segel setzen und euch währenddessen unterhalten. Grob 16 oder 15 Stunden werdet ihr wohl noch haben, während ihr dann um die Küste der Oronischen Halbinsel herumsegelt. Mögt ihr etwas tun? Ja. Wir fangen an mit Voltax. Ich würde gerne einen Moment abpassen, in dem ich Ialan mal alleine in seinem Zimmer treffe. Ja, oder? Same. Okay. Also ja, sein Zimmer, treffen wir uns bei Voltax. Nachts,
Vermutlich, vermutlich treffen wir uns irgendwie nachts, indem wir gleichzeitig beide in das Zimmer jeweils anderen schleichen wollten. Also, du bist ja umgezogen in die Kajüte von Abelmir, das trifft sich also nicht so gut. Dann kannst du denn bei Boltax, könnt ihr euch gemeinsam in der Kajüte treffen. Ja. Ist Gonnach noch hier? Gonnach ist noch hier, den kann ich vor die Tür schicken. Ja, und wirf dir einen Blick zu, dann Gonnach, dann wieder dir und wartet, und wenn ihr dann wegschießt, räuspert er sich kurz. Geh doch einmal kurz vor die Tür und warte so 20 Minuten. Ich muss hier Chochsuli Sachen machen. Aber ich tue nur das, was du sagst, Chochsuli, nicht das, was er sagt. Ja, ja, genau, aber das muss ich ja machen. Deshalb, also würdest du wohl einmal 20 Minuten, ich weiß nicht, die Sterne angucken. Gonnach legt Jalan die Hand, seine mächtige Pranke auf die Schulter, nickt dir zu, fügt Boltax viele Schmerzen zu. Und dann geht er wieder. Oh, das wird er bestimmt. Tue mein Bestes. Hm. Die Tür. Ist es überhaupt eine Tür? Egal, die Kajüte zu ist, kramt Jalan die Karte aus seiner Innentasche. Dinge, die sie da vertackt mit der einen Hand, nachdem er sie irgendwie vor Boltax auf den Tisch gelegt hat, hab sie. Ich nicke, breite das Pergament aus, in das du offensichtlich Raffins Kram eingewickelt hast. Zuck mir den Schultern. Dann würde ich die Karte an mich nehmen. Jalan aufmunternd auf die Schulter klopfen. Boltax, wir sind quitt. Alle vier. Der Rest der Karte ist wertlos. Ohne dieses Stück. Auch der Rest der Karte kann ihre Gedanken vergiften. Du siehst doch, wie Abel mir diesen fixen Ideen hinterherhinkt. Wie er darauf brennt, nach Elbrum zu gehen. Es ist nicht gut für ihn, noch für alle anderen, die diese Karte innehaben.